Und hast du schon irgendwelche guten Vorsätze fürs neue Jahr? Ja klar, noch gesünder, ausgewogener und genügsamer ernähren. Und weißt du schon, wie du es machst? Klar, erstmal Cookies zum Frühstück. Warte, die sind voll gesund. Warte ab. Hallo und herzlich willkommen zu Yamtamtam. Wir erfüllen heute Wünsche, obwohl nicht mehr Weihnachten ist, denn es gibt Kekse zum Frühstück. Und zwar Breakfast, Cookies. Lass uns loslegen, denn war das nicht unser guter Vorsatz fürs neue Jahr? Kekse zum Frühstück. Das ist mein Vorsatz jedes Jahr. Und ich erfülle ihn mir jedes Jahr. Geil! Ja. Guten Tag. Ja. Es ist, die Kekskontrolle ist für dich. Ja, ach, für ach so, mich? Ja, okay. Ja, Funkspruch, Kekskontrolle. Wir wollten fragen, wie viel Nüsse da rein müssen. Sind es sehr viele? Warum fragen Sie mich das eigentlich? Warum sind Sie eigentlich so salty? Ich finde das hier jetzt nicht so gut. Tschüss, ich lege jetzt auf. Was? Und heiz den Ofen vor. Wow. Das war so schlecht. Das war wirklich... Die Gags sind zum neuen Jahr nicht besser geworden. Ich wiederhole, die Gags sind nicht besser geworden. Oh. Ach, SOS, SOS. SOS. So, wir matschen jetzt erstmal die Banane hier rein. Möchtest du matschen oder hacken? Ich hacke. Okay. Du magst doch gerne Dinge zerstören. Und natürlich, wenn man Dinge matscht, ist es gut, wenn es eine reife Banane ist. Dafür eignen sich auch noch braunere Bananen, als ich jetzt hier habe. Man muss halt nehmen, was da ist. So, ich nehme jetzt hier ein paar Haselnüsse. Sehr gut gefangen. Haselnüsse. Gut, die Banane ist matschig. Die Haselnüsse sind gehackt. Also wir wollen ja schon noch ein paar grobere Stücke haben, oder? Ja. Dann komme ich damit dazu mal. Mhm. So, und jetzt kommt natürlich die alljährliche Frage, hast du gute Vorsätze? Nö, wie immer nicht. Ich auch nicht. Also, beste Jahr draus zu machen, das ist nur mein Vorsatz. Immer ein gutes Jahr draus machen. Ja, ach, bisschen, ja. Ich glaube, mehr kreativen Scheiß zu machen. Dadurch, dass ja irgendwie alle im Moment mehr Zeit haben, habe ich das Gefühl, kann ich auch mehr kreative Sachen machen und auch viel zocken, ohne mich schlecht zu fühlen. Das ist auch mal schön. Das stimmt. Ich habe so viel WoW gespielt, Cyberpunk kam raus, also man konnte schon viel Zeit vor der Konsole verbringen oder dem PC. Das waren unsere guten Vorsätze und Erlebnisse. Was sind denn eure? Schreibt uns das in die Kommentare. Es interessiert uns. Jetzt kommen wir zu dem Part, der das Ganze etwas gesünder macht. Und zwar haben wir Haferflocken anstatt Mehl. Und da kriegen wir auch gleich so eine crunchy Struktur, wenn das Ganze in den Ofen geht. Ja. Du brauchst die Waage. Das war mein Vorsatz für dieses Jahr. Keine Waagen mehr benutzen. Spaß. Zum Thema crunchy Haferflocken. Wir haben auch mal Baked Oatmeal gemacht. Das findet ihr hier oben, wenn ihr auf i klickt. Aber erst nach dem Video. Aber dann müsst ihr halt wieder zurücksetzen. Oder ihr schaut in die Videobeschreibung. Und dort findet ihr auch in dieser Area, ihr wisst Bescheid, den Abo-Knopf und die Glocke. Dann verpasst ihr kein Video mehr. Und ein Link zu seinem TikTok-Kanal. Ja. Da gibt es nämlich auch andere Rezepte, als es hier gibt. Bam. Eine sehr gute Zutat, die eigentlich alles nur besser macht, egal wo man sie reinhaut. Peanut Butter Erdnusscreme. Oh, der war schön. Nicht wahr? Der war gut. Der war aber auch so ein bisschen 90s, aber es passt auch so. Peanut Butter Marmeladenbrot ist auch so ein bisschen 90s. Boah, was kriege ich jetzt auch einen Löffel? Achso, dass ich die Peanut Butter reinmache? Ja. Nicht? Ja, doch. Kann ich machen. Ich dachte jetzt, wir naschen jetzt so einfach so reinlöffeln. Boah, seid ihr schon mal nachts in die Küche und habt einfach Erdnussbutter gegessen? Klar. Wie so Schokocreme? Nee, noch besser. So ein Löffel Erdnussbutter, dann so ein Löffel dran gemacht, dann so ein Klecks Marmelade, was so dahin sind, und ein Klecks Schokocreme oder so. Wow. Nee, das habe ich noch nie gemacht. Aber klar, so ein Löffel Schokocreme auf jeden Fall, aber Erdnussbutter noch nicht. Mhm. So. Anstatt Zucker nehmen wir heute Ahornsirup. Das hat auch so eine schöne, so eine karamellige Note. Ja. Das macht Spaß. Das will einfach gegessen werden. Soll ich? Ja, scrap mal bitte runter. Gute Kombi. Gute Kombi? Ein Gewürz, das auch immer alles besser macht, immer, ist Zimt. Zimt. Geh mal ein bisschen rein. Danke. Hä, da steht ein Teelöffel. Das ist doch nicht mal ein Teelöffel. Nee, du warst schon so im... Ich dachte, jetzt kippst du alles rein. Nein. Das reicht.
Okay, weg, damit Felix nicht mehr sieht. Prise Salz noch. Ja. Außerdem brauchen wir noch mehr Nüsse. Mmh. Ja, soll ich das aufschneiden? Können wir kurz darüber reden, wie sie aussieht? Wie du? Das bin ich beim Hula-Hoop machen und sie ist so happy. Ihr könnt natürlich auch andere Nüsse benutzen, die ja. ihr daheim habt. Ihr könnt natürlich auch Cashews benutzen, Mandeln, Sonnenblumenkerne, ganze Erdnüsse, wie es kommt, gell? Oder wenn ihr eine Nussallergie habt, nehmt ihr einfach mehr Früchte. Genau. Wir haben jetzt hier übrigens Pekannüsse. Ich liebe Pekannüsse. Yo. Ich habe eh immer einen riesigen Vorrat an Nüssen daheim. Die Cranberries kommen auch mit rein. Jawohl. Und für noch mehr Kernigkeit greifen wir noch zu den Kürbiskernen. Yam, yam, yam. Zack. Und jetzt einfach mit den Händen rein und matschen. Ja, gönn. Muss ich? Weiß ich nicht. Wer? Schnick, schnack, schnuck. Schnick, schnack, schnuck. Nein! Das nicht! Wieso? Da wirst du mich einfach nie besiegen. Irgendwie nicht, ne? Nee. Schnick, schnack, schnuck. Ha! Jedes Mal. Schnick, schnack, schnuck. Jedes Mal. Deine Vibes, ich guck dich an und ich weiß einfach, was du nimmst. Tja, zu einfach zu lesen, zu einfach zu lesen. Und wenn ihr diesen Insider nicht verstanden habt, dann schaut mal in unsere Food Battles oder in die lustigen Küchenspiele oder überall sonst, wo wir Schnick, Schnack, Schnuck spielen. Und du immer verlierst. Irgendwie schon. Dann wird jetzt abgematscht hier. So, in der Zeit lege ich schon mal ein Backpapier auf das Blech. Gut durchmischen, damit ihr nicht so einen großen Brocken einfach nur Erdnussbutter habt, sondern ihr wollt von alles ein bisschen. Mhm. Das ist auf jeden Fall jetzt hier gut durchgematscht. Jetzt können wir hier eigentlich raus Cookies formen. Ja. So, dann lustiges Formen jetzt. Jo. So. So. Schön formen. Die werden auch nicht besonders aufgehen. Also die werden wahrscheinlich gar nicht aufgehen. Jo. Weil da ist ja kein Backpulver oder sowas drin. Und ihr könnt gucken beim Formen, dass immer eine Nuss irgendwie oben ist, dann ist es ein bisschen hübscher. Und so ein paar Cranberries. Das ist der Reste-Cookie. Ach, der ist doch, dem geht's doch gut dafür, dass er ein Reste-Cookie ist. Alle sind fertig. Und jetzt kommen sie in den Ofen, denn es sind ja Cookies. Bam! Ich wiederhole, bam! Ja, jetzt müssen wir noch warten. It is time for Breakfast Cookie! Wow! Nicht wahr? Ich will auch gleich Karussell fahren irgendwie. Ja, und ich aktiviere gleich meine Fallenkarte. So, here we go. Look at these! Sie sehen fast genauso aus wie vor dem Ofen. Aber jetzt sind sie gebacken. Jetzt müssen sie nur ein bisschen abkühlen und dann können wir naschen. Zeit zu kosten. Ja, ist ja auch Frühstückszeit jetzt. Ja, guten Morgen. Ja, guten Morgen, ne? Wo ist denn mein Kaffee? noch reicht warm. Warm kauen. Das ist diesmal schneller. Mit den Haferflocken und den ganzen Nüssen da drin haben wir so ein Potpourri an Nussigkeit. Sehr, sehr lecker. Ja, und ich glaube irgendwie eine Tasse Kakao oder ein Teechen dazu. Mhm. Ja, einer ist auch schon gefühlt ein ganzes Frühstück. Ja, vielleicht ist das eure Alternative für die Stulle daheim. Also schreibt uns gerne, wie es euch geschmeckt hat. Ja, und natürlich, wenn ihr das selber nachmacht, schickt uns gerne ein Foto unter dem Hashtag YamTamTam. Mhm. Und wenn ihr noch mehr Lust auf Frühstück habt, könnt ihr jetzt hinklicken. Da geht's zu unserem Breakfast Burritos. Oder zu unserem English Breakfast Video. Wir sehen uns dort. Bye, bye. Tschüss.